Ja, hi, da bist du ja wieder. Herzlich willkommen zu Wrath of the Tomb Raider. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir sind hier in der schrägen Krypta und haben uns jetzt nun da die Schatzkiste. Ja, Schatzkiste ist jetzt keine Schatzkiste, aber haben jetzt da geplündert. Und ja, für mich ist es eine Schatzkiste. So, und jetzt hau ich ab. Tschüss. Sind wir nicht letztens schon von hier weg? Warte mal. Nee, oder? Ach, ich wollte uns doch, haha, ich wollte uns doch, ja, super. Ich wollte uns doch eigentlich schon mal dorthin teleportieren, ne? Habe ich gesagt, ne? Habe ich gesagt, ja. Da kann man mal sehen, ne? Jetzt erstmal wieder hier raus. Wenn haben wir das nicht, haben wir doch. Ja, haben wir gemacht. Machen wir jetzt nochmal. Dann kann ich mich schon mal in der Zeit aufwärmen. Ich glaube, das hier ist richtig. Ich dachte schon. Wir sterben direkt einmal. So, abtauchen. Und gib Gummi, Lara, gib Gummi. So, das war's schon. Hä? Aber für den kleinen Weg brauchte man doch keine Atemmaske, oder? Kommt da gleich nochmal was zum Tauchen? Oder habe ich mich jetzt gerade ernsthaft komplett verlaufen? Oh. Rivka, die Architektin. Ja, wie gut, dass ich doch nicht irgendwie mich teleportiert habe. Das haben wir nicht gelesen? Anscheinend nicht. Das ist hier echt seltsam gerade. Was geht hier vor sich? Ich glaube, wir sind aber auf dem richtigen Weg. Oder, nee, ich glaube, wir sind wieder im Kreis gelaufen. Ah, da weiß ich. Ich weiß, wo wir sind. Hier lang müssen wir. Hier lang. Und da ist es. Einmal reinspringen. Hier müsste es diesmal länger dauern. Nee, auch nicht wirklich. Dafür braucht man jetzt auch nicht eine Dingens. Tauchermaske. Eine Atemmaske. Ein Atemgerät. Genau. Ein Luftspender. So, das war der kleine Weg. Freiheit. Ja. Genau, da haben wir dann nochmal ein Wandgemälde gefunden. Ach, genau, hier haben wir aufgehört. Ganz genau. Ein Wasserfall. Hilfe. Das sieht voll eklig aus, wenn du hier. Stell dich mal weiter. Man sieht so ihre Augenbraue hervor. So richtig schwarz, da oben, ihre Augen. Ganz, ganz seltsam. So, soll ich jetzt hier runterspringen? Ja, warum eigentlich nicht, ne? Ist ein bisschen laut unterm Wasserfall, kann das sein? Ich springe jetzt hier runter. Boah, optionales Herausforderungsgrab. Ja. Genau, das müssen wir ja finden. kannst du da hoch? Das finden wir jetzt aber auch. Hoffentlich. Oh, guck mal, hier sind schon mal die Glockenspiele. Ich glaube, da ist der Eingang. Beim letzten Mal haben wir den gesucht und gesucht. Jetzt haben wir ihn gefunden. Obwohl das Problem war ja eher, dass wir da nicht runterkamen von da oben. Nicht lebendig runterkamen. Ja. Hier ist es zum Tauchen, glaube ich. Und hier waren wir schon einmal, konnten aber nicht weiter, weil wir kein Atemgerät hatten. Jetzt können wir aber durch. Mal gucken, wie weit der Weg ist jetzt hier im Wasser. So, jetzt. Leckeres Mooswasser. Lecker, lecker. Oh ja, doch, das ist schon. Das hier ist schon definitiv weit. Nee, das bei der Krypta. Doch, bei der Krypta war das Problem mit dem Atemgerät, ne? Doch. Oh, können wir so langsam wieder. Ah, nee, wir können ja. Doch, wir können ja so lange, wie wir wollen. Unbekanntes Gebiet. Optionales Herausforderungsgrab. Boah, das sieht hier gerade so richtig cool aus mit dem Wasser. Und hier diese Büsche. Das hier sieht jetzt gerade mega cool aus. Diese Höhle mag ich. So. Hallo. Lootkiste. Gib mal hier irgendwas. Danke. Eine Mutter. Eine Mutter haben wir bekommen. Sehr, sehr großzügig. Komm, wir tauchen einmal ab. Oh, geht nicht mehr. Ist vorbei. Och ne, hier wird's wieder laut. Oder? Ne, was war das denn? Aha. Da kommt Wasser durch. Okay, Dreckswasser. Lecker, lecker. Was ist denn das? Da ist ein Strudel. Ist das eine Toilettenspülung hier? Das ist eine Toilette für Riesen, glaube ich. Bah, ich will nicht. Ah, wir dürfen nicht getroffen werden, ja. Möchte ich auch ganz ehrlich gar nicht. Schieß mal durch hier. Okay.
Ja, warten, warten. Jetzt drüber. Wir warten. Boah, Hilfe, ey. Ich würde ja schon gerne mal einmal sehen, was passiert, wenn wir da runterfallen. Hm. Okay. So, haben wir auch nichts übersehen. Oh, da oben ist ein Seil. Hätte ich sowieso von da hinten, glaube ich, nicht nutzen können. Das ist eher für den Rückweg gedacht. So. Eine Truhe. Ein Schriftrollenbehälter, verziert mit Elfenbein und Edelsteinen. Uiuiuiui. Untersuchen, um versteckte Informationen zu finden. Ja, wo seid ihr denn? Ja, wo seid ihr denn? Da drinne? Guck, guck. Nur, die ist nur Dreck. Ist nur abgenutzt, meine ich. Ist alles abgenutzt. So, ich gehe mal gerade ein bisschen weiter weg, sonst übersteuere ich hier nachher wieder. Habe ich schon ein paar Mal bemerkt. Da muss ich das so doll runterregeln, dass das noch etwas angenehmer wurde. So, was soll ich denn hier entdecken? Diese Perlen? Nein? Die Seite haben wir uns ja schon angeguckt. Noch weiter rein kann ich nicht gucken. Vielleicht hier. Lara, komm schon. Ich zoome einfach mal ganz raus. So. Ui. Hör mal, es gibt hier nur ein paar Seiten. Ich kann hier noch mal kurz rumrollen. Das mit dem Untersuchen ist immer ganz komisch. Dann war ich da schon mal an der Stelle. Oder muss ich an der Stelle kurz länger warten? Kann das sein? Warte mal. Loslassen, warten. Nee. Vielleicht die Schlaufe? Das könnte ja, weißt du, als was das genutzt werden könnte? Achso, Schriftrollenbehälter, ja, stimmt, ja. Gut, ich hätte jetzt auch gesagt, Köcher. Ja, was soll ich denn jetzt hier finden, Lara? Ich kann auch nicht weiter ranzoomen. Irgendwas muss es ja jetzt sein. Ich versuch's mal aus mehreren Winkeln. Ich glaube, die ist eingeschlafen im Hintergrund. Ist gar nicht mehr da. Lara, sag doch mal was. Hä? Ja, hör mal, ich habe gleich hier alle Winkel. So, ich kann ja hier nochmal rauszoomen, so. Da kann doch was nicht. So, dann noch einmal von hier. Ja, wenn du dann immer noch nichts sagst, dann bin ich weg. Ja, Lara, dann bin ich weg. Ich gebe dir noch ein paar Sekunden. Ich suche jetzt hier alles nochmal ab und dann bin ich weg. Interessant. Er wurde mit einem festen Lederriemen versehen und diente zur Aufbewahrung von Pflanzen. Ja, aber da muss ich ja gerade schon... Klar, ich habe doch die ganze Zeit so gedreht. Das ist sehr, sehr seltsam. Also heute ist sehr viel Seltsames. Heute passiert sehr viel Seltsames. Ich bin mal gespannt, was noch so alles passiert. Kann ich hier abtauchen? Nee, nur mal ein bisschen die Füße waschen. Oh, da oben ist eine Falle. Wie gut, dass ich den Überlebensinstinkt aktiviert habe. Hallo, Falle. Da wäre ich jetzt einfach durchgelatscht. Das glaub mir mal. Ah, okay, vielleicht hätte ich das hier bemerkt. Okay, dann schießen wir da gleich mal gegen. Oder habe ich mal eben was hier zum Aufnehmen? Eine Flasche oder so? Nee. Dann schieße ich da gleich mal mit dem Pfeil gegen. Neuer Bogen verfügbar. Grab, irgendwas mit grob, Grab, alternative Waffen. Wir haben Bogen. Bogen, Bogen, Grab, irgendwas mit grob oder Grab. Traumstachel, Leuchtfeuer, weiße Witwe, Todesatem, Grabflüstern, das war's. Alter Hornbogen, dessen Wurfarme mit dekorativen Schneeleopardenfell umwickelt ist, sind. Erhöht den Schaden. Also ist ein... Ist eigentlich... Warte mal. Kann es sein, dass der genauso gut ist wie unserer, nur dass der Schaden höher ist? Ja, Tatsache. Wie cool ist der denn? Und wir können ihn sogar noch upgraden. Warte mal, jetzt gehen wir mal auf unseren zurück. Das war... Leuchtfeuer, ne? Ja. Ja! Wir haben jetzt einen Bogen bekommen, der fast genauso gut ist wie unserer, nur... Also, nur mehr Schaden verursacht. Wo ist er denn jetzt? Da ist er. Und wir können noch ein Upgrade durchführen. Haltezeit. Handschuhe aus weichem Leder reduziert die Fingerspannung bei einer gespannten Sehne und erhöht die Haltezeit.
Anwendbar bei allen Recurve und Hornbogen. Also Hornbogen. Wir haben jetzt einen Schusshandschuh. Sieht man den auch? Wenn er. Warte mal. Weiß ich nicht. Fähigkeitspunkt haben wir da auch. Haben wir doch sicherlich, ne? Ja, haben wir. Das geht ja jetzt ratzfatz. Überleben, da mache ich mal. Ne, wir Granatenwerfer haben wir noch nicht. Stellen Sie aus, nein. Stellen Sie Pistolenkugeln her, die großen Schaden verursachen und sich mit für eine tödliche Wirkung beim Aufprall ausweiten. Ja, okay, alles klar. Holzspitzgeschosse. Die kann ich auch unterwegs craften, ne? Ich kann auch, glaube ich, unterwegs fast alles craften. Probiere ich mal ganz kurz aus. Pistole. Craften. Oh ja. Munition. 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 Oh, wir können hier eine Menge Munition herstellen. Ach komm, dann machen wir voll. Warum nicht? Wir haben so viele Ressourcen, dass wir immer wieder mal nichts einsammeln können. Aus dem Grund. Wie sieht's aus mit Schrotflinte? Ja, warum nicht? Warum her? Ach so, wir haben... Das da haben wir nicht. 1 von 5. Ja, okay. Wie sieht's aus mit dem Maschinengewehr? Hallo? Da geht gar nichts. Aber wie stelle ich jetzt die Supermunition her? Hm. Vielleicht ist sie hergestellt. Hm. Doch, ich glaube, ich kann sie hier auswählen. Einen Moment. Das ist sie, glaube ich. Ja, ja, ich schieße mit anderen Patronen. Alles klar. Gut, dann wechseln wir wieder zum Bogen und weiter geht's. Achso, nee, einmal kurz hier drauf schießen. Hallo? Oh, passiert gar nichts. Das ist nicht so gut. Was? Kann ich die irgendwie... Kann ich nicht... Das klappt doch gleich zu. Oh, Hilfe. Oder einfach dran vorbeilaufen? Ach so. Boah, ich... Auf einmal konnte ich mich nicht mehr bewegen. Mensch, ey. Ich stelle mich da drauf, wollte mich umdrehen ganz schnell, um auszuweichen. Und ich konnte mich nicht mehr wegbewegen. Oh Mann, Lara. Ii. Boah, was ist das denn für eine Paste? Sieht aus wie Blut plus Eiter. Okay. Da kommt wieder Licht durch. Diesmal sieht man auch, woher das Licht kommt. Hm, links oder rechts? Ich gehe zuerst links. Ich bin immer so der Linksgeher. Nee, 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 hier geht's weiter. Nee, 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 nee. Dann gehen wir wieder zurück. Bäder von Kitesh. Alles klar. Wir gehen gleich dahin. Ich glaube, rechts ist auch nicht mehr so viel. Ich glaube, da ist irgendwie nur noch eine Kammer, wo wir vielleicht etwas finden. Ein Regenbogen. Nochmal ein Regenbogen. Ja, oh, ein Dokument. Eine Schriftrolle. Hm. Die Toten stauen die Flüsse. Das Blut unserer Kinder fließt durch das Tal. Wir leben. Aber womit? Unsere Stadt ist begraben. Unsere Söhne und Töchter ermordet. Lässt uns der Mut weitermachen? Oder der Wahn? Die Gefallenen haben jetzt Frieden. Wann finden wir ihn? Ein Bürger Kitesh fragt sich, was passieren wird. Die Folgen, Bäder von Kitesh. Ja, Griechisch haben wir aufs Maximum bekommen. Russisch nicht. Oder doch? Wir bekommen ja auch kaum noch Russisches zu lesen. Naja, mal schauen. Ein Regenbogen. Wow. Also ich mag dieses Herausforderungsgrad so optisch sehr, sehr. Ja gut, der Boden, oh, das Wasser sieht jetzt... Bewegt sich auch gar nicht. Ist das überhaupt Wasser oder ist das ein Teppich? Ne, das ist Wasser. Was ist denn los, Lara? Das ist ein bisschen wackelig in den beiden. Das ist ein bisschen wackelig. Komm, mal gucken, wie lange du das aussetzt. Wir bleiben jetzt hier eine Stunde stehen. Ich glaube, ich spring da jetzt einfach rein. Ich spring da rein. Tschüssi. Wurde das absichtlich geflutet? Boah, das ist so eklig. Ja, und hier liegt auch noch so eine... So ein Skelett drinne. Okay. Ja, jetzt beginnt wieder der Rätselspaß. Ich freue mich. Auch wenn es sich jetzt gerade sarkastisch angehört hat. Nein, ich freue mich wirklich. So, da haben wir ein Boot. Dann brauchen wir in der Suppe nicht. Es muss einen Weg da reingeben. So, wo rein? Da rein? Oh ja, ich sehe schon. Da ist irgendwas golden. Ja, ich sehe schon das Buch. Ja.
Den Buchhalter. Den Buchhalter. So. Ich weiß zwar noch nicht, wie genau. Hallo? Nein! Bist du verrückt? Jetzt stellt sie hier irgendwelche Pfeile her. Hör mal. Hast auch nichts zu tun, ne? Warte mal. Ich stehe noch hier. Ah, jetzt macht's es. Okay, normalerweise habe ich doch da immer dieses Zeichen. Dieses Pfostenzeichen zum Verbinden. Auf das habe ich gerade eben eigentlich gewartet. Aber nö, nö. Warum auch? So. So, ab hier einmal stehen bleiben, dann loslassen. Hoffentlich rollen wir damit nicht automatisch zurück. Nee, tun wir nicht. Oh, super. Oder geht das gleich? Nee. Links oder rechts? Ich komme gleich wieder, Boot. Ich komme gleich wieder. Da ist, ist hier irgendwas zum Aufsammeln? So viele Tote. Da, eine Karte. Was ist hier passiert? Kein Anzeichen von Gewalt. Kein Anzeichen von Gewalt. Neue Dokumenten, Wandgemäldeposition enthüllt. Ja, hier liegt wieder eine Leiche. Ist die eingeschlafen? Die sieht ein bisschen so aus, als würde die gerade ein bisschen so ein Nickerchen machen auf so ein Kissen. Aber das sieht nicht gemütlich aus. Erst recht, weil es kein Kissen ist. Hier könnte ich mit dem Boot hin, aber ich frage mich, warum. Warum sollte ich hier mit dem Boot hin? Ich kann auch schwimmen. So, Wandgemäldeposition. Ja, hier haben wir Dokument. Ein Relikt. Und was ist das denn für ein komisches Zeichen? Auf jeden Fall ist da auch ein Relikt. Das sieht nur ganz komisch aus. Ich glaube, das ist... Ach, das ist Basislager plus Relikt fusioniert. Ja, lecker. Jetzt ist die Karte verschwunden. Okay, gut. Ja, dann andere Seite abchecken und dann mal schauen, was sich machen lässt. Ah, das sieht... Ja, alles klar. Das sieht doch schon viel besser aus. Boah, hab ich mich gerade erschrocken. Hilfe. Auf einmal steht da so eine Leiche neben mir. Hä? Wollte die mit aufs Boot? Und ich weiß gar nicht, warum ich mich gerade so erschrocken habe. So. Ja, toll. Wieder daneben geschossen. Ich glaube, ich muss erstmal das hier lösen, ne? Ist ziemlich blöd. Ich komme da gerade irgendwie nicht dran. Kann ich das nicht einfach da reinstecken? Dann wird das ja ausgetauscht. Ja, geht doch. So, und jetzt drehen. Blöde Leiche, ey. Mann. Das hört auf. Warum? Spring schnell. Ach so, stimmt. Da ist ja gar keine Strömung. Haha. Ah, das Wasser finde ich jetzt nicht so schön. Weil das sieht auch... So dieses Muster sieht auch irgendwie immer gleich aus. Hier, guck mal da. Dann hier wieder dasselbe Muster. Da auch wieder dasselbe Muster. Ja. Da hätte man unterschiedliche nehmen müssen. Um mich zu begeistern. Aber ansonsten finde ich es hier echt gut. So. Warum stehe ich? Achso, hier geht's wieder hoch. Was ist das? Eine Toilette? Nee. Ja, was passiert dann? Ich mach's jetzt einfach mal. Achso. Aha. Hör, das... Mist, das wird nicht halten. Ah. Irgendwie fixieren können. Alles klar. Ja, ich muss ja erstmal gucken, was ist das überhaupt für ein Teil, ne? Jetzt können wir uns überlegen, wie wir das fixieren können. Da haben wir so ein Ding. Ja, ich glaube, das, reicht dann auch erstmal. Ich probiere es aus, aber... ja. Da haben wir dieses Pfostenzeichen. Jetzt ist es da. Also ich... Hallo? Das geht wegen dem Wasser nicht? Ernst jetzt? Du kannst den Pfeil nicht durch das Wasser schießen? Weißt du, wie viel Geschwindigkeit so ein Pfeil hat? Komisch. Das ist seltsam. Naja. Ach, jetzt weiß ich auch, glaube ich, wie ich die Munition herstelle. Normale Munition. Und das hier ist Spezialmunition. Okay. Bogen wieder ausrüsten. Ich mag den Bogen. Wie machen wir das? Müssen wir doch jetzt nochmal zurück. Warte mal, komme ich gar nicht mehr zurück? Kann es sein, dass ich gar nicht mehr zurückkomme? Ich meine, das wäre ja nicht schlimm. Dann hätten wir, wäre die Auswahl begrenzt. Ja, gut, wir kommen nicht mehr zurück. Das heißt, ich kann ruhig in diesem Raum hier bleiben und schauen, was ich jetzt hier machen kann. Da haben wir eine Seilrolle, das ist klar. Gibt es hier irgendwie rechts noch einen Weg? Das sieht auch sehr komisch aus mit dem Ja.
Warum schaut das? Das schwebt. Das Gras schwebt. Mann, dabei war ich so big. Boah! Ey, diese Leichen, ne? Vor allem ist da noch eine. Und dann stehen die da auch noch. Anstatt. Da ist doch. Ist doch verrückt hier. Kann ich kurbeln unter. Ja, eigentlich schon, ne? Warum nicht? Nein, kann ich nicht. Ja, komm, Lara, geh wieder runter. Geht gerade nicht.